Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die M10-Box von Massiv. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. M10 von Massiv aus dem Jahr 2014, das gute Stück. Wir haben hier eine quadratische Box in schwarz gehalten und hier in der Mitte lesen wir groß in gelb, in goldgelb, eine Raute und dann M10 in Anlehnung an das Auto von BMW. Und dann haben wir hier unten links einen FSK 16 Aufkleber in diesem Fall. Gott sei Dank, Aufkleber und kein Aufdruck, dann kann man diesen entfernen. Finde ich immer gut, wenn es ein Aufkleber ist und kein Aufdruck. Es haut immer das Gesamtbild für mich zusammen, deswegen werde ich diesen dann auch entfernen. Dann haben wir hier auf der rechten Seite das Massiv-Logo, ebenfalls in diesem Goldgelb. Oberseite blank schwarz. Auf der linken Seite ebenfalls das Massiv-Logo. Und auf der Rückseite haben wir die Credits und einen Barcode. Sehr schön. Ansonsten alles glatt schwarz. Gut, das Ganze trotz der ungewöhnlichen quadratischen Form eine Klappbox. Geht hier seitlich auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Tanktop. Dürfte aber noch was drinnen sein. Jawohl. Also im Tanktop versteckt ein Bandana. Also Tanktop und Bandana. Dann das Album im Digipack. Eine Autogrammkarte und ein Poster. So sieht die Box von innen aus. Glatt weiß. Und auch hier offenbart sich nochmal das Massiv-Logo in Goldgelb, wenn man das aufklappt. Wir machen es an dieser Stelle wieder zu und starten direkt mit dem Album. M10, wir haben hier Massiv, oberkörperfrei, Premium Edition lesen wir hier. Was ist das? Ich schätze mal, das ist ein Panther. Auf jeden Fall eine Raubkatze, ich tippe jetzt mal stark auf Panther. Und Massiv hier Gold behangen. Mit Zahnstocher im Mund und Sonnenbrille und auch noch eine Haube auf. Unterwäsche von Versace. Und dann haben wir hier auch einen Versace-Kettenanhänger, also diesen typischen Kopf von Versace, diesen Medusa-Kopf. Und auch der Panther, auch ihm wurde hier ein goldenes Halsband gegönnt. Allmassiver präsentiert M10. Und hier haben wir wieder einen FSK 16 Aufkleber. Das lässt darauf schließen, dass wir hier eine DVD noch vorfinden werden. Auf der Seite ebenfalls M10 und Massiv. Und auf der Rückseite haben wir dann natürlich die Tracklist. 17 Tracks an der Zahl plus Bonus-CD. Auf dieser haben wir noch zwei Bonus-Tracks und alle Instrumentals plus die exklusive M10 DVD. Zierrahmen, Zierleiste erinnert auch wieder sehr stark an diese Ornamente von Versace. Credits, Barcode. Von diesen 17 Tracks, meines Wissens keine Features, sondern wirklich alle Solo-Tracks von Massiv. Und von diesen 17 Tracks, beziehungsweise 19 mit diesen zwei Bonus-Tracks, von diesen 19 Tracks sind meine Favoriten einmal der Track Nummer, wo haben wir ihn? Da, Nummer 2, nämlich M10 und dann der Track Mein hellster Stern, auch wenn ich ihn jetzt gerade nicht sehe. Ah ja, hier, Track Nummer 12, Mein hellster Stern am Himmel. Die beiden sind meine Favoriten. Dann schauen wir mal hinein. Auf der linken Seite wieder in Goldgelb M10, daneben das Massiv-Logo mit der 65, also 65 für Wedding. Das Booklet, auch hier wieder Massiv mit dieser Wildkatze, allerdings eine etwas andere Pose. Ansonsten recht ähnlich. Schauen wir mal hinein. Massiv, ja, sieht so nach Shisha-Bar oder so eine Lounge aus mit diversen Damen. Und auch hier Beine bzw. Füße und Schuhe von Damen im Bild. Sehr interessantes Motiv. Also starker Kontrast. Hier haben wir so dieses
martialische, so Schwarz-Gold und Raubtier und gefährlich alles. Und dann hier so die leicht bekleideten Damen und Bargeld und Champagnerflaschen. Dom Pérignon und Moët. Interessanter Kontrast. Dann haben wir die Tracks aufgelistet, wie man es kennt, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, wer den Beat produziert hat, etc. Wieder massiv mit Damen abgebildet. Massiv in nachdenklicher Pose. Und zur Abwechslung wieder eine Dame mit massiv. Oh, noch eine zweite. Die weiteren Tracks in der Übersicht. Und zum Abschluss haben wir noch die Credits zum Album. Und massiv wieder mit dem Blick Richtung Himmel. Und auch hier nochmal mit angespanntem Bizeps und Sonnenbrille. Gut. Booklet verschwindet hier wieder in der seitlichen Tasche in diesem Fach. Hier haben wir hier CD1 M10. Also da ist das Album, das ist die Standard-CD. Sieht so aus, Rückseite glatt schwarz. Dann haben wir die CD2. Diese beinhaltet eben die zwei Bonustracks und alle Instrumentals. Auch wieder in diesem schwarz und goldgelb gehalten. Rückseite blank schwarz. Und als letzten Teil haben wir dann noch die DVD, die M10 DVD. Diese in gelb gehalten. Und dieser haben wir eben den FSK 16 Sticker zu verdanken. Machen wir das Ganze wieder zu. Dann kommen wir zur Autogrammkarte. Die sieht so aus, massiv. Das Foto, also ein ähnliches Foto mit diesem Tanktop, haben wir bereits im Booklet gesehen. Hier mit weißem Stift unterschrieben. Massiv. Rückseite blank weiß. Sehr schön. Und dann haben wir noch, kurz den Stoff zur Seite, ein Poster. Das dürfte dann wohl im Querformat sein. Hier haben wir massiv neben einer dunklen Felge hockend. Zahnstocher im Mund, Sonnenbrille und Cap. Wenn ich es richtig erkenne, dürfte das eine Cap sein der Boston Celtics. So sieht das Ganze aus im Querformat. Rückseite blank weiß, also das Poster einseitig bedruckt. Immer wieder zusammen. Und dann haben wir die letzten beiden Inhalte, nämlich einmal ein Bandana, sieht so aus, in schwarz gehalten und hier dann der weiße Schriftzug M10. Wir haben es zu tun mit einem Myrtle Beach MB040, das Ganze 97% Polyester, 3% Baumwolle, made in China. Was mich an dem Bandana freut, die letzten zwei Bandanas, die ich ausgepackt habe, ich glaube bei Manuelsen war das unter anderem der Fall, der Löwe Manuelsen, da war das Bandana quer bedruckt und dieses ist jetzt hier so an der Kante bedruckt. Finde ich gut, weil wenn man, ich meine, ich trage jetzt das Bandana nicht, also in der Regel nicht, aber wenn man das Bandana trägt, dann bindet man sich das ja so dann um und dann sollte man hier den Aufdruck sehen. Und manche Bandanas waren in meinen Augen falsch bedruckt, weil die waren dann hier so bedruckt, quer. Und das Bandana wird ja wohl ja nicht so getragen, sondern dann wirklich hier an der Spitze. Dementsprechend freut es mich, dass dieses wieder in meinen Augen richtig bedruckt wurde. Und dann haben wir noch ein Tanktop, das sich sehr, sehr komisch anfühlt. Also es ist in schwarz und weiß gehalten, allerdings der Aufdruck ist so ein ganz heftiges Material, also ich weiß nicht, was das für ein Druck ist, aber das ist richtig so steif, das Tanktop, also das fühlt sich echt heftig an. Ich weiß nicht, ob das dann auch irgendwie beim Tragen irgendwie dem Komfort, ja, ob das den Komfort irgendwie schädigt, keine Ahnung. Habe ich noch nie gehabt, dass ein Tanktop so steif war vom Druck, muss ich echt mal anprobieren. Nichtsdestotrotz, schönes Design, wir haben hier eben das Wappen von Al-Masiva, den Löwen, abgebildet.
Rückseite haben wir nichts abgebildet und wir haben es zu tun mit einem Kia in der Größe L. Super fit und das Ganze ist 100% Baumwolle. Gut, schauen wir uns nochmal kurz im Detail an, natürlich in Kombination mit dem Bandana, wie das Ganze getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das Tanktop in Schwarz und Weiß gehalten. Hier oben im Brustbereich die beiden Augen des Löwen. Zieht sich dann von der Optik hier weiter runter. Hier haben wir dann die Nase inklusive des Mauls. Komplett der Löwe über die ganze Fläche verteilt. Und dann in Kombination mit dem Bandana. Je nachdem, was man jetzt genau vorhat. Also, wenn man das Bandana so wirklich im Gesicht trägt, ja, je nachdem, um eine Tanke klar zu machen oder um sich irgendwie zu vermummen, vielleicht beim Fußball, je nachdem. Und natürlich kann man das dann auch etwas ja, harmloser tragen, zum Beispiel als Halstuch. Dann trägt man das vielleicht so, vielleicht noch etwas weiter runter. Ja, je nachdem, wie ihr das Bandana einsetzt, ist natürlich wie immer euch überlassen. Mir gefällt das Bandana echt gut. Das Tanktop, ja, wie gesagt, ist etwas steif, aber sieht echt nicht schlecht aus. Muss ich mal anprobieren und werde ich definitiv mal beim Sport tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Tanktop in der Größe L mit dem dazu passenden Bandana. Das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Diese unterschriebene Autogrammkarte und dann noch das Album im Digipack inklusive Instrumentals und DVD. Das alles in dieser wunderbaren Box M10 von Massiv. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Massiv unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.